Ausdrucksmalen ist eine Form der Malerei, die nichts mit der normalen Malerei zu tun haben, wie man sich das so vorstellt, dass man also hier eine Perspektive malt und dort einen Schatten und so weiter, sondern es geht darum, dass man überhaupt nicht diese Techniken beherrschen muss. Es geht darum, dass der Bauch malt und nicht die Hände. Also der Bauch sagt einfach jetzt, ach, die Farbe spricht mich an, ja, und dann gehe ich einfach drauf los, ohne mir einen Gedanken zu machen, was will ich als Motiv auf das Blatt legen, ja, und leg einfach mal los und guck, was da rauskommt. Sichtet man, was ist denn da alles, was liegt denn da alles noch rum, was kann denn eigentlich weg, jetzt will ich mal aufräumen. Ich als Malbegleiterin beobachte die Menschen beim Malen und schau, wo kommen sie ins Stocken, wo geben sie sich besonders rein in das Bild. Ich nehme das alles auf während des Malens und am Ende rede ich nochmal mit ihr, gebe vielleicht auch nochmal hier und da einen Impuls zu gucken, warum auf dieser Ecke das und das mit ihr passiert ist. Und es wird immer sehr lange über die Bilder geredet. Da hat man am Ende so eine Erholung. Ja.